Ja, guten Morgen, meine Meister, Meisterin. Was geht, Krypto-Gang? So ein Lachs ist das. Ja, hör mir auf, was ist denn jetzt wieder los, Freunde? Geile Geschichte, aber wir gucken uns das mal an. Paar News haben wir auch. Kurse, ey. Junge, hier geht ja alles zum Teufel. Case Close ist am Start, Freunde, wisst ihr Bescheid. Starten wir direkt nach dem Intro. Okay, let's go. Ja, Freunde, also ich nehme das Video jetzt gerade natürlich etwas früher auf, als ihr das seht, ist ja klar, weil ich bin ja kein Zeitreisender. Es ist 5.16 Uhr aktuell und das sind die aktuellen Kurse, herrje. Bei euch gerade sieht vielleicht noch roter aus, weil wer weiß schon, wann ihr gerade aufsteht und wie schlimm es jetzt gerade in der Zeit noch geworden ist. Da wird aber gut umgeschichtet in die Stables, Freunde, hört mir auf, hier ist Winterschlussverkauf, billiger. Sinkflug jetzt noch zuschlagen. Wer noch nicht hat, könnte man fast sagen. Aber wir sind da ja natürlich ganz entspannt, Freunde. Ihr wisst ja, Mindset und so, weil eigentlich wollen wir ja genau das. Wir wollen ja genau das, Mensch. Anders der Fear and Greed Index, meine lieben Freunde. So überbelichtet, guck mal. Ich bin eine Wand. Ja, was soll's, Freunde? Kommen wir wieder zum Fear and Greed Index. Jetzt haben sie aber alle so richtig den Köttel in der Turnhose. Die extreme Angst wird nochmal ein ganz großes Stück extremer. Und ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Juckt uns nicht, Case Close. Der neu gewählte Bürgermeister von New York City wird seinen ersten Gehaltscheck in Bitcoin und Ethereum bekommen. Freunde, Krypto-Adaption, also muss ich da echt noch viel zu sagen. Nicht Wanne Eickel, nicht Honolulu, New York City, Achuje. Der Bürgermeister von einer der größten und bedeutendsten Metropolen der Welt will und wird in Krypto bezahlt werden, Digga, und verzichtet auf Fiat-Geld. Gute Entscheidung an der Stelle, aber wollen wir echt nochmal über dieses Krypto-ist-eine-Blase-Thema sprechen? Es ist nicht aufzuhalten und die Leute fangen an, es immer mehr zu verstehen. Krypto ist bald komplett im Mainstream angekommen. Case closed. Michael Saylor, Freunde. Michael Saylor, was hat er denn wieder? Michael Saylor hat gesagt, MicroStrategy wird seinen 5 Milliarden Dollar Vorrat an Bitcoin niemals verkaufen. Warum? Er sagt, und auch da hören wir wieder raus, die Leute haben es begriffen. Bitcoin ist im Angesicht der hohen Inflation eine Quelle des großen Trost. Klingt das nicht schön, aber recht hat der gute Mann. Ich meine, sind ja nur 124.391 BTC, die so auf Lager haben. Ist ja kaum was, Freunde. Aber er hat doch recht. Und auch hier wieder, es zeigt uns ja eindeutig, an welchem Punkt wir mit Krypto und Bitcoin allem voran, sollte man immer dazu sagen, allem voran Bitcoin, heute sind. Und das in was für einer Zeit. Denkt bitte zurück, Anfang 2021, vor dem ersten signifikanten Bullrun, da war da noch ja nichts mit solchen Tönen. Da war Krypto ja wirklich noch total low und verrufen. Was war denn Krypto bis zu dem Zeitpunkt? Die Entwicklung von da bis heute auf so kurze Zeit ist etwas nie dagewesenes. Wusstet ihr eigentlich, dass sich Krypto und der Zuspruch dahingehend schneller entwickelt als damals das Internet? Nur mal so nebenbei gesagt, Freunde, Case closed, weiter geht's. Russische Zentralbank will halt ein generelles Kryptoverbot, ja. Uncool. Und ich bin ja wirklich auch, was Politik betrifft, ich oute mich jetzt einfach mal absolut pro-russisch eingestellt. Ja, auch mit ukrainischen Wurzeln bin ich eher pro-russische Seite. Aber hier muss ich ja echt sagen, so was Krypto betrifft, Vladovchek, Putin, Cousin, was ist denn da los? Also macht mal die Augen auf da drüben, Britte. Ja, was soll das doch eigentlich immer dieses, ja, Krypto ist schlecht und böse und hier und da und wir müssen mit allen Mitteln unser dreckskorruptes Fiat-Geldsystem verteidigen? Wie so ein dicken Schuljungen, der rumheult, dass dieser böse Krypto ihn geschubst hat und jetzt der Joghurt im Rucksack ausgelaufen ist. Also jetzt nicht nur Russland, ne, alle, die halt so drauf sind momentan, China und so, die wollen sich halt mit allen Mitteln gegen die Zukunft, gegen technologisches Vorankommen und gegen was weiß ich nicht alles noch wehren. Klar, wir wissen ja auch warum. Fiat-Geld und so, natürlich müssen die das rigoros verteidigen. Durch Krypto verliert man ja Einfluss oder man würde ja eine ganze Menge Einfluss verlieren durch Krypto, ja. Ist ja klar, dass die seit Anbeginn der Zeit, seit Anbeginn der Technologie und vor allem jetzt die letzte Zeit, wo die merken, Bruder, es wird wirklich ernst, dieser Krypto-Bruder ist wirklich ernst, das ist ja ein anderer Lachs, es ist ja ganz klar, dass die versuchen jetzt mit allen Mitteln das zu verbieten. In China sieht man ja, dass man dafür nicht mal Gründe hinschieben muss, man sagt einfach, nö, wir verbieten es und Punkt.
machen können die Leute ja sowieso nichts dagegen. Hier versucht man es, also so westlich, europäisch, USA und so, versucht man halt mit FAT. Man versucht halt so mit FAT das so hintenrum zu machen. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber wie die noch immer frech versuchen, die Menschen zu verarschen mit den Gründen, die die dann dafür hinlegen, ne? Passt auf. Wenn ich das schon lese, Kryptowährungen tragen alle Merkmale eines Schneeballsystems. Hä, es gibt über 16.000 Kryptowährungen, das kannst du doch jetzt nicht auf alle anwenden, Digga. Wo ist denn Bitcoin jetzt bitte ein Schneeballsystem? Oder XRP, Schneeballsystem. VeChain, Schneeballsystem, hä? Oder er hier, die russische Zentralbank hatte in Kryptowährungen schon seit langem ein Risiko für die Finanzstabilität und ein Mittel zur Finanzierung von krimineller Aktivität gesehen und strenge Regeln angedeutet. Erst im Dezember sagte Zentralbank-Gouverneurin Elvira Sukablet, die russische Infrastruktur sollte nicht für den Handel mit Kryptowährungen genutzt werden. Immer diese Kriminalitätsschiene auch, weil was Besseres fällt denen anscheinend wirklich nicht ein. Monero, Tornado Cash auf Ethereum, ja okay, die würden sich wunderbar eignen für kriminelle Aktivitäten im Darknet etc. Aber über 90% der weltweiten Kriminalität, sei es Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution oder weiß der Geier was, wird immer noch über euer Fiatgeld abgewickelt. Nach wie vor. Seit Anbeginn der Zeit, Blatt. Wenn eure Logik greifen würde, dann müssen wir doch jetzt mal ganz schnell Fiatgeld verbieten, oder nicht? Damit wird nachweislich Kriminalität finanziert. Naja, Freunde, komm, ihr wisst ja, was ich meine. Ist ja Blödsinn und an der Stelle dicken Daumen runter für Russland, in dem Fall zumindest, case closed. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Nicht einnässen wegen den Kursen, Mindset einmal umdrehen bei Bedarf und eher über die Situation freuen. Ich bin ganz klar der Meinung. Und jetzt starten wir mal ganz angenehm in den geilsten Tag der Woche, würde ich sagen. Ja, das ist nämlich Freitag, wird mir gerade erstmal bewusst. Also Prösterken auf den Freitag, Freunde. Ich habe keine Ahnung, jetzt, wir haben jetzt 5.24 Uhr, wie spät das Video online ist. Muss jetzt gleich nämlich noch eben runter und so. Und ich muss noch ein paar Sachen machen. Und schneiden muss ich das ja auch noch, Thumbnail und so erstellen. Ich denke mal so 7, 8 Uhr seht ihr das Video. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren, Teil der Krypto-Gang werden. Freunde, tut mir leid, ein bisschen verballert. Bin ja auch gerade erst wach, bin ja auch noch müde. Bin ja auch keine Maschine, bin ein Mensch. Und ich habe aber gerade tatsächlich, ich muss euch was sagen wegen AVAX. Ihr wisst ja, also die Hardliner wissen ja, dass ich bei Orders schon lange, lange, also ich habe es ja verkackt, ich habe ja AVAX, den Zug habe ich ja verpasst und so. Ich hatte bei Orders bei 61, 62, 63 Dollar irgendwo da um den Dreh. Also ich habe die da immer noch. Ich müsste gleich mal nachgucken. Jetzt, wo die Kurse so runtergegangen sind, ich habe es jetzt nicht mehr ausgehalten. Dann fange ich jetzt halt schon mal an mit DCA. Also ich habe ja noch gar nichts im Bestand gehabt. Ist ja Blödsinn, was ich jetzt sage, aber ich weiß ja, dass ich noch mehr kaufen werde. Deswegen fange ich jetzt schon mal an mit DCA. Ich habe gerade AVAX gekauft. Ich habe meine ersten AVAX gekauft. Ich bin sehr zufrieden. Bin jetzt AVAX-Besitzer, ich mag das. Und meine Buy-Orders, die ich gestern im Video angesprochen habe, die lösen jetzt natürlich gerade nach und nach aus. XRP hat ausgelöst, Ethereum hat ausgelöst, ein paar fehlen noch. Aber die werden, hoffe ich, auch noch über den Tag jetzt auslösen. Also wir gucken mal, wo die Reise jetzt hingeht, Freunde. Es ist ja auch jetzt gerade mit Bitcoin wieder ein bisschen hochgegangen. Die meisten waren gerade noch am Pennen. Es ging gerade wirklich schon in Richtung 37.000. Ne? Wirklich jetzt. Es geht gerade richtig Luzi ab. Aber wir sehen die ganze Sache entspannt, Freunde. Ich würde sagen, die Sache ist wie ein Spiegel. Wir sehen uns eventuell später oder morgen, Freunde. Ich bin raus. Reingehauen. Kommst du heute nach Hause? Brauchst du eine Pause, weil du förmlich danach schreist? Abends zwischen Blocks, ja, willkommen in meiner Heimat. Wir beide hatten Pläne, doch sind hart daran gescheitert. Wir waren nicht für dich, ich bin weit gefahren. Glaub mir bitte nie, es ist okay, wenn du das sagst. Zu verändern, was mal eins war. Frag mich, wie war dahinter? Doppel, ich weiß, ich muss das lernen.